Lohnt sich eigentlich ein Fahrradschutzbrief? Mit der Frage beschäftigen wir uns in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Mein Name ist Nico von Leikam Versicherungsmakler und wenn du ein teures Fahrrad hast, ein E-Mountainbike oder Pedelec und dich weit von deinem Heimatort entfernst, das heißt 1 Kilometer und drüber, dann ist natürlich ein Fahrradschutzbrief absolut sinnvoll. Das ist die Mobilitätsgarantie in deiner Fahrradversicherung. Das heißt, diesen Schutzbrief kann man nicht separat abschließen, wie eben auch bei der Kfz-Versicherung, sondern der ist Bestandteil einer bestehenden Versicherung. Das heißt, wenn du zum Beispiel dein Auto, in dem Fall aber dein Fahrrad versicherst, kannst du auch einen solchen Schutzbrief mit einschließen und garantierst bzw. sicherst dir natürlich dann dementsprechend, dass dir geholfen wird, wenn mal irgendwas passieren sollte. Ganz egal, ob Unfall oder nur ein Defekt an deinem Fahrrad, dann kannst du dementsprechend per Telefon oder per App den Notdienst anrufen und dementsprechend wird dann geholfen. Das heißt, eventuell wird vor Ort repariert bzw. wird das Fahrrad dann mit zur nächsten Werkstatt genommen und eben versucht dort zu reparieren. Ist es eine größere Reparatur, die notwendig ist, dann ist natürlich auch absolut sinnvoll, dass du dementsprechend die Heimbringung auch mit eingeschlossen hast bzw. dass die Übernachtungskosten in einem Hotel etc. dann dementsprechend auch übernommen wird. Ganz wichtig, wenn du gestürzt bist, dann ist natürlich auch der Krankenrücktransport sehr wichtig. Oder eventuell natürlich ein dementsprechendes Leihfahrrad, das du dann übernehmen kannst, damit du deinen Urlaub, deine Reise auf dem Fahrrad bzw. deine Tour fortsetzen kannst. Also für all diejenigen, die sich viele Kilometer vom Heimatort entfernen und sogar Urlaube eventuell mit dem Fahrrad machen, für die ist es absolut sinnvoll, einen dementsprechenden Fahrradschutzbrief abzuschließen, weil im Ernstfall einfach eine Leistung garantiert ist. Das heißt, nicht nur die Reparatur, die Ersatzteile, die mit deinem Fahrrad in Verbindung stehen, das wäre dann zum Beispiel über die Fahrradversicherung versicherbar. Wenn du aber unterwegs bist und natürlich dann vor Ort direkt Hilfe brauchst, dann ist natürlich wichtig, dass du auch 24 Stunden bei deinem Fahrradschutzbrief dementsprechend anrufen kannst und dann dementsprechend Hilfe herbei eilt und dir das Fahrrad wieder flott macht bzw. dir ein Leihfahrrad vorbeibringt, damit du eben weiterfahren kannst. Also du siehst, nicht für jeden ist dieser Schutzbrief sinnvoll. Wenn du aber viel mit dem Fahrrad unterwegs bist, zum Beispiel auch zur Arbeit anstelle von dem Auto, dann ist es natürlich absolut sinnvoll, dass du eine solche Mobilitätsgarantie abschließt, also den Fahrradschutzbrief. Das war's kurz und knapp zum Fahrradschutzbrief. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Bis dahin, ciao, euer Nico. We'll be right back.